Servus Leute, ich grüße euch. Ihr seid wieder hier gelandet bei Dance Echo und mit mir Dennis Harnisch und wartet schon ganz geduldig auf das erste Tutting Video. Ja? Stage 1. Okay, wir machen es ganz einfach und ganz simpel. Woher das Wort direkt kommt und wie das alles so ein bisschen entstanden ist, seht ihr und lest ihr auf jeden Fall unter dem Video. Okay? Und jetzt nochmal für den Anfang werden wir ganz einfache Dinge durchgehen, wie zum Beispiel, was bedeutet wirklich Puzzles? Ja? Und vor allem die Hand. Ja? Dann auch noch isolierte Bewegungen. Um das einfach und simpel zu Hause zu üben, werden wir das jetzt hier mit euch durchgehen. Okay? Dazu einfach mal die Arme hoch und wir setzen den rechten unter, also auf dem linken drauf. Okay? Links ist hier, rechts ist hier. Schon mal ganz einfach. Der rechte Arm versucht allerdings ganz leicht und isoliert nach vorne zu gehen. Wirklich nur der Unterarm. Das ist sehr entscheidend. Ja? Denn ihr müsst versuchen, wirklich klare Bewegungen setzen zu können. Nach diesem kann man auch gleich den linken nutzen und rechts, links wiederholen. Ja? Gut. Gleich danach kann man zur nächsten Übung gehen. Wie wir es haben, bei Tutting werden wir viele 90 Grad Winkel haben. Okay? Das habt ihr bestimmt schon gelesen. Aber wichtig, gerade hier und da, warum? Wegen, wenn authentisch, klar. Ne? Bleiben wir schon richtig dabei, hängen. 90 Grad und was könnte hier passieren? Eine Ente. Wir brauchen die gerade. Eine schöne gerade Hand, denn je sauberer, desto besser. Je präziser, desto besser. Und dann gehen wir gleich zur nächsten Bewegung. Auch hier, nur der Unterarm und gleich den linken vor, können wir gleich mitnehmen. Und den linken Arm trainieren drauf, dass wir den auch irgendwann perfekt bekommen. Okay? Und zusammen. Nochmal. Rechts hoch, auf die Winkel achten. Hier haben wir auch schon Winkel, also wir haben überall Winkel. Winkel, absetzen, links vor, winkeln, ran, zu. Okay? Das ist für den Anfang mal langweilig, öde. Aber wer dann anfängt, dadurch dann immer durchzuschludern, ist es genauso wie als würde ich ein Puzzle, ja, mit mehreren Teilen auf einen Haufen werfen. Am Ende ist es kein Bild, Leute. Ihr müsst euch wirklich die Zeit nehmen und dann halt auch die Bewegung immer wieder üben. Ich weiß, aber macht diese Bewegungen, die vielleicht langweilig sind, einfach mal schneller. Aber präzise, sehr entscheidend. Und dann wird am Ende auch ein Bild raus, okay? Das ist für den Anfang erstmal nur eine Sache. Tak, 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 tak. Man kann dieses allerdings auch in sämtliche Richtungen tun. Ja? Ich muss nicht unbedingt beide Arme nehmen. Ich kann auch einen nehmen. Dann mache ich den hier lang. Hier hoch. Das geht nach unten. Wieder lang. Wieder runter. Einmal klappen. Und wie ihr seht, wir haben immer wieder 90 Grad. Gehen nach hinten zur rechten Seite weg. Klappen nochmal. Haben hier wieder mal was. Ja? Ihr könnt in jede Richtung winkeln und das immer wieder üben. Langweilig. Aber wichtig. Denn ran, über den Kopf zum Beispiel, geht auch. Ja? Ihr werdet eure Anatomie auf jeden Fall neu kennenlernen. Versucht aber wirklich immer dran zu hängen. Ich würde sagen, das war es erstmal für die erste Stage. Ihr habt sicher schon gesehen im Vorspannvideo, wie es mal so richtig scharf gehen kann. Versucht das im nächsten Video, nachdem ihr das wahnsinnig trainiert habt, Level 2 mit Boxen auch nachzuziehen. Okay? Ich bedanke mich und ich würde sagen, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Ne? Ciao! Hey, ich bin Dennis. Wir machen heute Tanzen. Einen wunderschönen guten Tag. Heute mit mir Dennis Harnisch bei Dance Echo. Ich stelle Ihnen heute vor das Tutting. Tutting kommt ehemals aus... Nicht gut? Ja, wunderschönen guten Tag heute bei mir, mit mir, Dennis! Bei Dance Echo und wir machen heute Tutting. Wisst ihr Bescheid, was das ist? Okay, schon mal auf der rechten Flanke haben wir hier einen rechten Winkel. Den müsst ihr unbedingt halten. Ja, hallo. Heute mit mir, Dennis Harnisch, darf ich mich vorstellen, Dennis. Und wir machen heute bei Dance Echo ganz tolle Sachen. Überwiegend Tutting, wie ihr schon sehen könnt, sind das nur ein paar wenige Winkel. Ja? Genau, aber versucht dies immer locker und lässig. Am Ende macht ihr nur mit Arm, das ist meine Hüfte, das ist ein Reflex.